Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Nachbarsbauern. Ich bin gerade zurück von einer Mission, also ich habe schon zwei da jetzt gemacht, und bin schon wieder auf dem Weg zur nächsten. Und der Gacki, der hat mir die ganze Zeit hier Geschichten, wilde Geschichten von der Formel 1 erzählt, aber was er tut, habe ich keine Ahnung. Gacki, bist du noch da? Ja klar, wo soll ich sonst sein? Weißt du doch, ich bin immer hier. Ja, ich dünge gerade mein eines Feld und dann habe ich ja noch eine Mission zu erfüllen. Und mal gucken, was dann noch so ansteht. Gut, Ja, sonst. warte, dann komme ich ja gleich in deine Nähe. Also ich bin jetzt, wo musst du denn gleich hin? Also ich bin auf Ich dieser. bin jetzt auf dem Weg zu der 29. 29. Ah, gut, da drüben bin ich noch nicht. Bin erst noch hier auf meiner 42 oder wie oder 44 oder wie auch immer. Aber Nee, die es geht ja 44 schnell. habe ich auch angenommen. Also, aber da fahre ich jetzt auch gleich runter. 44 und 48 habe ich auch. Nee, 45 und 48. Aber ich bin hier, ich brauche hier nur zwei Bahnen, dann bin ich hier durch. Ah. Und Philipp, ja, du hast richtig gesehen, bei Andi schneit es. Ja. Ich Verrückt, habe das Wetter verrückt. kaputt gemacht. Tja, solche Sachen gibt es. Aber mittlerweile hat es aufgehört. Also zumindest sieht es so aus, wenn ich da so aus dem Fenster blicke. Aus 18 Kilometer Entfernung von meiner Wohnung aus, aber. Ja, genau, Es Kessel sieht. See. Der April macht, was er will. Ah. Wenn du ein bisschen aufschaust, heißt der Ball August, der komische April, weißt du? Das ist. Oh. Okay, ja gut, dann wissen wir, Philipp ist schuld. Philipp ist schuld. Er hat Hat im er mich April, aufgegessen? ne, er hat im April gesagt, er soll uns ein bisschen nerven. Was? Aber warum? Ja. Bahn Nummer 2 ist fertig. Warum blinkt die 29 nicht? 29, warum blinkst du nicht? Darum. Genau. Ich muss doch zu 29. Ich muss zu 29. Einmal bitte justieren. Dann gucken wir uns das mal an. Wie sieht denn das aus jetzt hier, wenn wir das mal so anmachen? Ja, das ist gekauft, würde ich sagen. Und mit Schwung. Ja gut, vielleicht hätten wir noch einen Ticken rüber gekonnt, aber ein bisschen Unkraut auf dem Feld muss da bleiben. Das für die Optik. Weißt du, dann am Feld dann, dass da ein paar Blumen wachsen für die Wanderer, die da vorbeikommen, dass die immer frische Blumen haben. Ja, man muss ja auch ein bisschen an die Umwelt denken. Oh ja. Ja, jetzt machen wir einmal hier rüber. Ja, okay. War ich schon kurz erschrocken, weil ich meinen Pegel beim OBS nicht gesehen habe. Aber er ist da. Pegel ist da. Apropos Pegel, da fällt mir was ein. Nix, mir ist nur was angefangen. Achso. Ich muss nicht alles mit euch teilen. Okay. Es gibt auch Sachen, die ich einfach für mich selbst so denke und sage. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Ja. Ja, guck mal. Ach, wir müssen noch einmal hier rum. Und Oh, dann sind wir gleich fertig. ich hab saxophonische Musik. Oha. Saxophon ist aber ein geiles Musikinstrument, oder, Gacki? Oh. Das einzige Musikinstrument, das ich noch schöner finde wie ein Saxophon, ist eine Violine. Oh. Passt gar nicht zusammen, ne? Ich, der eigentlich
nur Techno hört und aber so klassische Musikinstrumente rocken schon voll. Also bei Violine ist mir natürlich die E-Violine noch ein bisschen lieber wie die normale Violine. Aber ja. Ja. Erst mal spielen können, das Ding. Ach, guck mal, Philipp hat 3 Verstärker und 5 Gitarren. Gitarre spielen? Ja. Was für Gitarre hast du da so? So, dann rasen wir mal zum nächsten Feld. Und warum hast du 3 Verstärker? 3 unterschiedliche Starke, damit du quasi so auf kleinen Bühnen spielen kannst, oder? Bässe und eine normale Gitarre. Bassgitarren, schön, schön. Jetzt muss ich mal gucken. Ich brauche eine Karte. Ah, da ist ein Andi. Okay. Ja, ich bin beim Musikmachen so talentiert wie ein Badestöpsel. Ich schicke dir mal ein Bild morgen im Discord, wenn du es nicht vergisst. Ja, gerne, Mach gerne. das. So. Dann steuern wir mal das Feld hier an. Ah, die haben unterschiedlichen Bums. Ja, okay. Ja, gerade bei Bass merkt man das schon extrem, ne? Weil ein Bass muss halt auch mal ein bisschen rumsen können, ne? Das ist Oh. genauso, wenn ich meinen Subwoofer im Wohnzimmer frage, ob die Bilder wackeln dürfen. Das geht halt nicht ohne Power halt, ne? Da Ach ja, Gacki. Mensch. Okay, Wie macht man eigentlich mit. ja. Nee, mach du es. Wie macht man eigentlich mit der Forest weiter? Keine Ahnung. Weil wir rennen ja da ja wie wirr durch die Gegend und kommen irgendwie nicht weiter. Wollen wir uns vielleicht mal spoilern oder soll ich mich mal spoilern, damit ich mal den richtigen Weg einschlagen kann? Weil anscheinend kriegen wir es von alleine nicht hin. Kann man machen. Ja, guck, Philipp. Einmal voll aufdrehen und das ganze Haus wackelt. Jawohl. Ich glaube, da ist Andi dabei. Ja. Als Leitfaden gilt für mich, der Subwoofer ist erst richtig laut, wenn der Subwoofer die Katze inhaliert. Okay. Es gibt dann dieses typische Staubsauger-Hamster-Geräusch. So, guck mal. Bahn Nummer 1 ist erledigt. Ja, ich bin mit dem Feld hier gleich fertig. Wo bist Doch, du? hab ich gesehen. Ich bin gerade schon bei dir Ach, vorbeigefahren da drüben. einmal. Hallo. Ich bin gerade wieder am nach unten fahren. Ich muss jetzt aber gleich wieder zurück zum Shop hier. Mein Füllstand ist schon wieder relativ niedrig in der Geschichte hier. Aber für das Feld reicht es auf jeden Fall noch. Das Problem habe ich zum Glück nicht. Ich habe noch 90%, 91. Das sollte reichen für das Ding hier. Ja gut, dafür ist das Auffüllen bei dir auch wesentlich teurer. Ja. Wenn mir ein Fass Herbizid kaufe, kann ich es immer zweimal komplett auffüllen. Ich habe eben, der war schon relativ gut gefüllt und habe irgendwie 13.000, 14.000 ausgegeben, um ihn mal wirklich komplett voll zu machen. In der Hoffnung, dass vielleicht noch die eine oder andere Düngemission kommt. Aber da ist nichts. Oh, ich glaube, Philipp hat nochmal nachgezählt. Er hat 4 Verstärker. Oh.
Ja, was man braucht, braucht man halt, ne? Ich meine. Ja. Guck mal, wir haben schon fast 20% hier. Das geht doch. So, Lohndienstleistung abgeschlossen. Danke, vielen Dank für das Geld. So, die Frage ist, wollen wir das Ding jetzt hier schnell leer machen? Darf ich mich mal da dazwischen quetschen? Das ist aber sehr nett, danke. Ja, das stimmt. Was muss, das muss, Philipp. So kann man das sehen. Ja, mal gucken, ob ich das Feld heute schaffe hier. Ach so, ich wollte gerade fragen, welches heute du meinst. Aber du meinst wahrscheinlich Das das YouTube heute. YouTube heute, genau. Das Twitch heute sollte, glaube ich, kein Problem sein. Naja, mal den technischen Teufel nicht an die Wand. Da ist Sonst kommt der auch noch um die alles, Ecke. da ist alles gut. Hoffe ich doch. Ah, Mann, mein Kopf juckt. Ja, Waschen hilft. ich war beim Friseur heute und irgendwie sind das noch so die Haarreste irgendwie. Beim Friseur. Ja, es musste auch mal wieder sein. Reicht doch nicht ein Rasenmäher? Nein. Was, Twitch gibt's heute nicht? Wie kannst du auf Twitch streamen? Ja, wir können das. Oh, Bahnende. Ja, wir können das. Oh, ist toll, da ist es 10 Uhr morgens und es gibt keine Mission mehr. Das ist nicht schlimm. Ich habe auch so noch genug zu tun, also. Und ich habe noch die Wiese zu machen mit den Ballen und dann war es das aber auch schon wieder. Wobei Ich das muss noch lange ein. genug Ja, dauern ich muss noch wird. ein Feld düngen und halt meine Paletten mal langsam anfangen. Noch erstmal noch schnell 10.000 aufs Konto holen, dann habe ich 50.000. Deutlich stabiler als die minus 6 von vorhin. Ja, genau. Langsamer arbeiten. Nee, nee, nee. Das geht nicht. Das Geld muss fließen in Strömen. Am besten in meine Tasche. Ja. So, gucken wir mal kurz, wie das hier aussieht. Sehr komisch hier. Naja. Ah, wenn dann in Philipps Tasche. Nee, nee, nee. Was? Komm, wir machen halbe, halbe, Philipp. Du gehst arbeiten und ich krieg die Hälfte der Kohle dafür. Dann ist das ein Deal? Die machen hier wieder Geschäfte. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So. So, klappt mal zusammen die Hütte. Jawohl. Ja, komm, Pferdchen, ihr werdet immer besser, ihr werdet immer besser. Die Gesundheit wächst nach oben, das ist sehr gut. Sind Sie nicht mehr am Okay. Verhungern, deine armen Pferdchen? Nee, nee, die sind schon fast wieder 2000 Euro wert, also es geht steil nach oben. Ja gut, wenn sie noch weiter bergab gegangen wäre, dann wären sie ja nur noch Haut und Knochen gewesen. Ja. Hat unser Appell doch was genützt, dass wir den Gacki so gerügt haben, dass er sich besser um seine Pferde kümmern soll? Ich will die ja nur nach oben peppeln, damit ich sie zum Starter geben kann. Da gibt es gute Pferdelasagne. Ja. Ja, guck, Philipp sagt, er 99, du 1%. Okay.
Weißt du was? Dann arbeite ich lieber und behalte alles. Ist das schön. Ja, ich bin nur armer kleiner Twitch-Streamer. Ich bin. Weißt du? So wie ich kann mir auch nur Leitungswasser leisten. Was aus Bello wird dann Hundesalami? Ja, genau. Nein, nein. Bitte lasst Bello aus dem Spiel außen vor. Das ist mein Hund und ich mag ihn. Auch wenn er dumm ist, aber ich mag ihn. Pet, OBS, was willst du mir jetzt sagen? Ungefähr das? Ja, irgendwie, er meinte eben mal wieder, die Codierung wäre überlastet. Ja, das hat er mir vorhin die ganze Zeit auch schon gesagt. Jetzt hat er sich wieder beruhigt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Jetzt, wo ich zwischen unseren Höfen durchfahre, weißt du? Da, wo die meisten Frames gebraucht werden, da sagt OBS, alles fein. Jetzt fahre ich in die Stadt rein, sagt er wieder, da ist so viel, das sind Häuser und. Ja. So sieht das aus. Man kennt es nicht anders. Ja, ja, ja. Oh. So, einmal voll tanken bitte. Boah, was? Ich bin schon 3,5 Stunden live. Das ist aber nicht voll. Das ist aber. Das prangere ich an. Ja, die Zeit, die läuft wieder. 8:45 haben wir es schon wieder. Ja gut, aber Gacki, wir müssen morgen früh aufstehen, ne? Ja. Bis 2:30 wird schwierig, oder heute? Es wird heute schwierig. Also wenn 2:30, dann bis 8. Dann bis 8. Dann einmal komplett. Ja gut, also bis 8 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich würd 6 sagen oder 7, weil dann kann man wenigstens noch vorher schon was frühstücken und sich nochmal einen ordentlichen, ja gut, einen Kaffee würde ich mir dann zwischendurch, glaube ich, auch machen. Oh, ich glaube, ich will dich nicht durchhalten. Nee. Das fangen wir gar nicht erst an. So, 60%, aber ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht im YouTube heute. Ja, Gacki, was gibt's eigentlich Neues aus der LS-Welt? Wir haben hier, ja gut. So ein Schlepper hier aus dem DLC, das macht hier keinen Sinn. Das sind alles nur so Wahlspurtaktoren, oder wie hast du das so schön genannt? Ja. Wo ist denn da eigentlich? Ach, das Feld ist da ganz da unten. Okay. Ja, genau. Kaffee und Energy wird helfen. Ich bin schon am Energy saufen, ne, Philipp. Und bin trotzdem kaputt. Ich trinke nie Energy. Also, das ist nicht ganz richtig. Ich trinke Energy nur in Kombination mit Kartoffelsirup. Genau. So ist es auch gut. Aber den lasse ich heute weg. Ja, ja. Sonst fahre ich noch schlimmer, wie ich sonst schon fahre. Ja, don't drink and drive, ne? Das. So, ich muss hier noch rein. Schaffen wir noch eine Bahn? Was haben wir jetzt hier? 19 Minuten. Oder wir können einfach noch eine wunderschöne lange Abmoderation machen. Ja. Okay, was könnten wir denn? Ganz kurz, danke Manuel für 4-Bit. Und hallo. So, gut, jetzt darfst du weiter. Das musste sein. Du hast mich verlassen. Jetzt habe ich voll aus dem Konzept gebracht. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt sagen wollte. Liebe Leute da draußen, in der großen, kleinen Welt hier, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zu Ende hier für diese wunderschöne Folge, in die wir wahnsinnig viel Abwechslung gehabt haben. Ich meine, wir haben Herbizid gesehen, wir hatten Unkraut und Unkraut.
Und Unkraut. Ich meine, also, das kann man einfach nicht toppen. Aber ich meine, so sind halt nun mal Lohnarbeiten. Ne? Man kann sich nicht aussuchen, was man macht, sondern man ist ja nur wegen dem Geld da. Ne? Aber nächstes Mal gibt's wieder auf jeden Fall etwas mehr zu sehen. Ich glaube, ich starte nächste Folge meinen Rekordversuch. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und der Gacki wird sich noch viel mehr freuen, wenn er auch mal bei ihm vorbeikommt und natürlich ihm einen Daumen da lässt. Tschüss. Genau so ist es. Und wie gesagt, jeden Tag 12 Uhr bei mir und beim Andi, die Folgen auf YouTube und freitags 18 Uhr immer auf Twitch live. Dann machen wir die Aufnahmen für euch. Könnt ihr gerne vorbeigucken. So, das war es von mir jetzt aber auch. Tschüss, bis morgen.